Hallo liebe Freunde des künftigen Strategiespiels, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Civilization Beyond Earth, Folge Nummer 9. In der letzten Folge haben wir den Gar ausgemacht. Axiom ist unser Vanguard, ist unser Synod Central und die Robotik haben wir auch erforscht. Das heißt, wir können Phyraxit-Minen bauen, was auch immer die bringen. Die kosten 2 Unterhalt, aber bringen wohl Vorherrschaftspunkte. Das lohnt sich doch dann allemal, wenn ihr mich fragt. Vorherrschaft wird auch unser neues Ziel sein. Was haben wir, mit wem haben wir es denn da zu tun? Können wir, ach, im Miasma beendet. Ja. Gepanzerter Soldat, du musst auf jeden Fall heilen, du stirbst sonst. Und wir können jetzt die Kanoniers so weit in Stellung bringen. Ja, da gibt es nichts mehr, was uns entgegenzusetzen haben. Da sind wir dabei, da sind wir vorne dran. Da sind wir praktisch schon vor Central, zwar mit nur einer Fernkampfeinheit. Die sollte aber genügen. Du gehst hier aufs Straßennetz, ins Nicht-Miasma. Du gehst hier über den Fluss ins Nicht-Miasma. Du baust die Straße nach Axiom. Ich habe es nicht vergessen. Der gepanzerte Soldat. Was ist das hier? Plus 20% beim Flankieren. Wow! Ja gut, wusste ich ja. Aber ich glaube, dass wir dich da oben gar nicht mehr brauchen. Brauchen wir dich da oben? Komm mal hier an die Front. Später brauchen wir dich und dann heißt es wieder hier mitdenken, nicht vergessen. Algen. Hier oben wäre auch ein schönes Plätzchen für noch eine Stadt, wenn ihr mich fragt. Aber jetzt sind wir bei minus 12 Gesundheit. Ist jetzt schon mehr. 100% Intrige in ihren Städten durch feindliche Geheimoperationen. Außerdem wirkt sich das jetzt auch auf die Wissenschaft aus. Oh ja, es ist doch alles, ist doch gar nicht mal so. Weißt du, taktische Robotik. Affinität, Vorherrschaft oder aber Schwarmrobotik, Drohnenspray. Wissenschaft plus 2. Plus 10 Heilung für Militäreinheiten in freundlich gesinnten Gebiet, während ein kostenloses Überwachungsnetz in der Stadt, in der sie gebaut wird. Was? Plus 10 Heilung für Militäreinheiten im freundlich gesinnten Gebiet. Ah ja, so für die Defensive ist das nicht verkehrt. KNDR, Spezialeinheit der Vorherrschaft. Eingeschränkter, aber verlässlicher robotischer Drohnensoldat. Einfache, robuste Nahkampfeinheit. Stärke 38. Phyraxit werden wir haben in der Zukunft. Vorherrschaft Stufe 4 haben wir noch nicht. Aber holla die Waldfee, da geht einiges. Sobald wir mal ein bisschen Phyraxit haben, gehen wir da zum Drohnenroboter. Wir könnten die Synergetik, mikrobielle Mine oder die Biotechnik, Molekularschmiede, benötigt Harmonie Stufe 8 haben wir nicht, Biogasbrennerei, benötigt Vorherrschaft Stufe 8, hier. Alle Generatoren produzieren plus 2 Energie. Ist alles schön, brauchen wir aber nicht. Biologie, hier, muss doch irgendwas mit Gesundheit sein, oder nicht? Zuchtlabor, Nahrung plus Pilze. Vorschaftsstufe 4 haben wir schon. Kuppel. Ertrag 2. Kultur. Ich hätte gerne irgendwas, was Gesundheit bringt. Können wir das hier... Ah ja, hier, können wir. Gibt's noch nicht viel, so ich das sehe oder so, ne? Gendesign haben wir schon. Transgenetik. Genschmelze. Ist auch ein Wunder, oder? Nee. Hier. Prometheaner. Ich glaube, die Genschmelze ist kein Wunder, bei 350. Prometheaner. Kultur plus 2. Gesundheit plus 4 und ein freier Wert, wenn wir das Wunder bauen. Geh doch mal zur Transgenetik. Orbitalnetzwerk. Irgendwann Lasercom-Satellit. Ach, den brauchen wir doch für den einen Sieg, ne? Mechatronik. Optische Chirurgie. Gesundheit plus 4. Plus 1 Gesundheit durch Kieselerde. Da will ich hin. Das ist gut. Lieber das. Optische Chirurgie. Kieselerde habe ich doch auch gesehen. Oder nicht? Oder nee, es war auf dem Nachbarkontinent hier, ja. Hier müssen wir eigentlich auch irgendwann mal. Guck mal, hier haben wir Xenomasse, hier haben wir Xenomasse. Da ist der Affinitätssieg auch machbar. Gut, wir spielen eh so gut. Da sind alle Siegtypen sind da für uns verfügbar. Wir nehmen ja überall natürlich die Boni fürs Kämpfen. Claro. Nur Anfänger nehmen die
Alien-Reservat für viel Kultur. Wieso haben wir kein... ja, bleibt doch nichts anderes übrig, ne? Ja. Spionageagentur ermöglicht das Rekrutieren von Spionen. Wir brauchen keine Spione. Wenn, dann vielleicht Wissenschaft. Aber wir nehmen das Alien-Reservat, um weitere Werte freischalten zu können. Ich mag Werte. Werte sind wertvoll. Straße nach Vanguard. In den Wine Garden. Du gehst für den Angriff in Stellung. Dasselbe gilt für dich. Der Bautrupp baut die Straße von hier aus. Aber dann gib mir nochmal diesen Bautrupp, der dann hier bleibt. Nicht, dass er hier runter baut oder hier rüber baut. Ja. Hier ist auch Xenomasse. Wir haben noch Xenomasse. Mit einer Stadt da drüben noch. Ist das Siegtyp verfügbar? Bis auf Schwebestein. Schwebestein haben wir nicht so viel. Doch, hier haben wir auch Schwebestein. 9 sogar. 9. Ist das sehr viel oder ist das normal? Ja, gut, hier ist auch 9. Aber hier ist nur 3. Und hier ist auch nur 3. Oh, da sind wir aber vorne mit dabei. Qualität oder Quantität? Mit unserem neuen Legierungsschmelzwerk können wir viel schneller produzieren als je zuvor. Es gibt zwar viel Titan auf dem Planeten, aber wir können die Einsatzmöglichkeiten noch erweitern. Unsere Ingenieure haben ein Verfahren entwickelt, mit dem sich Titan einschmelzen und mit anderen Ressourcen verbinden lässt. So lässt sich entweder stärkeres Titan oder mehr Titan herstellen. Stärkeres Titan erstellen, plus 2 Produktion durch Titanminen. Oder plus 4 Titanressourcen. Wir haben so viel Titan, dann nehmen wir die wir haben, nehmen wir die Produktion mit. Wir brauchen nicht noch mehr. Wir haben 3 Titan. Gut, wir haben in 30 Runden haben wir dann aber auch wieder 10 oder 8 mehr oder so. Und das ist nicht mal das eingerechnet, was wir erobert haben. So, ganz vorsichtig. Hier ist kein Meersmann. Weißt du was? Heil mir doch mal, mein Junge. Heil mir doch mal. Wäre schade um dich. Hast gute Arbeit geleistet. Du bleibst mal in der zweiten Reihe. Ja. Also, wenn es gut läuft, geht Central jetzt schon in dieser Runde unter. Wir könnten theoretisch mit ihm eins nach vorne, mit dir auch. Damit riskieren wir zwar dein Leben, aber was tut man nicht alles? Unfeste Truff. Also was die Kanoniers... Das ist unglaublich. Die sind besser als die Raketenfahrzeuge, oder nicht? Easy game. Ah, ich habe wieder vergessen, den Park zu setzen. Naja, wir haben es noch ein paar Mal mehr sehen. I'll just add this to the debit sheet. To the debit sheet. Komm, das ist doch, das hat sie doch. That was intentional. The mispronunciation of sheet. Ich trage das einfach auf der Sollseite ein. Selbst in der Niederlage ist sie die Bewählerin, die keiner mag. Marionette erstellen. Minus 21 Gesundheit. Ja und? Minus 50% Wachstum in den Städten. Minus 50% schnelleres Außenpostenwachstum. Ja. Ist okay. Das Wachstum in Städten ist mir eh egal. Was wir aber machen können, ist dann wenigstens die Städte. Und was wir brauchen, sind Bautrupps jetzt. Wir brauchen viele, viele, viele Bautrupps. Da kaufen wir uns jetzt ein. Sind wir bei Kauf, ja. Dann kaufen wir... Alien-Reservat kommt noch. Nehmen wir Genia auf die Produktion. Und zwar überall. Weil Wachstum ist ja eh super eingeschränkt. Aber wie ihr seht, bringt das so in den wenigsten Städten überhaupt was. In unseren anderen Städten können wir das noch gar nicht machen, weil sie immer noch Marionetten sind. Bist du fertig mit der Straße? Nein. Aber du möchtest gerne wissen, warum ich dich aufgeweckt habe. Ganz einfach. Bau die Straße nicht fertig, so wie du das willst, sondern so wie ich das will. Also, wobei, dieses Feld hier bekommen wir doch durch It's a CDB zum Beispiel. Dann müssen wir doch nicht... Wo ist denn... Haben wir den Siedler verloren? Wir haben den Siedler verloren. Ja, wir haben den Siedler verloren. Aber ich habe eh keinen Bedarf an ihm gehabt. Ich habe ihn extra töten lassen, damit wir Geld sparen. Nee, ja, ist mal passiert. Aber was soll's? Ist echt halb so schlimm.
Wir könnten, wenn wir jetzt schon dabei sind, wir könnten schon den kompletten Kontinent jetzt besiedeln. Hier noch eine Stadt oder hier sogar. Ist zwar Wüste, aber schau mal, was wir da an Knollengemüse bekommen. Wir kommen bis hier hoch zum Phyraxit. Wir haben hier Erdöl, Kieselerde, Korallen nicht, aber was soll's. Oh, aber wir haben große Überschneidung mit Axiom. Wobei, ja, eigentlich schon dieser Schwebstein hier. Und Pilze haben wir auch. Dann machen wir das. Können wir nicht kaufen. Aber in Magan. In Magan kaufen wir einen Kolonisten. Nein, kaufen wir nicht, weil wir da kein Geld für haben. Handelskonvois. Oh, wir werden reich. Wir werden reich, Kinders, wenn wir erstmal überall Handelskonvois aufgebaut haben. Bis dahin würde ich vorschlagen, wir stellen eine gepanzerte Einheit dann nach ECCDB. Dich haben wir doch nicht gebraucht. Wärst du doch gleich stark geblieben. Ich hab's noch gesagt, aber nee. Er ist von alleine losgefahren. Keiner hört auf mich. Was ist natürlich blöd ist, dass wir die Straße hier unten gebaut haben, wenn wir auch die Straße jetzt oben benutzen könnten. Je mehr man weiß. Auf der Erde gab es ein sehr weises Sprichwort, das ganze Jahrhunderte überdauert. Wissen ist Macht. Je mehr wir wissen, desto stärker werden wir. Aus diesem Grund haben wir ein Institut gegründet, in dem alle unsere Bürger etwas lernen können. Über diese Welt, die alte Welt und alle Welten. Die noch kommen werden. Es gab bereits einen immensen Besucheransturm, Leute mit gierigem Wissen brauchen nur Anleitung. Forschung auf alle wissenschaftliche Zweige ausweiten, plus 5% Stadtwissenschaft durch Institute, auf einen bestimmten Fortschritt konzentrieren. Lieber breit gefächert, plus 5% auf alle Institute, die wir noch nicht gebaut haben, aber bald bauen werden. Ich gehe davon aus, dass das langfristig mehr Wissenschaft bringt, als wenn wir jetzt kurzfristig eine Wissenschaft pushen. Da es auch gar keine gibt, die mir jetzt auf ins Auge springen würde. Du heilst immer noch, ne? Ja. Oder, nee, guck mal, geh mal eins vor, geh mal zwei vor. Ich meine, hier sind keine Aliens. Da gibt es, da weißt du Bescheid. Ja, wohin jetzt mit den ganzen, mit euch allen? Du kommst hier hin. Du kommst hier hin. In Central steht schon einer. Du kommst hier hin. Du kommst hier hin. Dann haben wir, für euch haben wir leider keinen Platz mehr. Ihr müsst für immer und ewig hier stehen bleiben. Ich könnte mir vorstellen, hier unten einfach nur noch eine Stadt zu gründen, alleine deshalb, weil wir hier eine Straße gebaut haben. Wenn wir sie hier nicht bauen können, oder hier, schauen wir mal. Jetzt haben wir 500 zusammen. Wobei wir jetzt keine Stadt gründen sollten, wenn wir noch bei minus 21 Gesundheit sind. Da sollten wir das nochmal überdenken, beziehungsweise lieber ein bisschen abwarten. Gibt es hier irgendwas, was es für den Erkunder zu erkunden gibt? Ich sehe nichts. Gibt es vielleicht noch? Nee, ne? Hier auch nicht. Und wenn, hat sich das Saira bestimmt schon geschnappt. Hier waren wir erst vor kurzem. Ja, ich weiß auch nicht. Geh mal hier runter und schau dir die Aliens an. Fortify, Fortify, Fortify. Bautrupp. Weißt du was? Ich automate dich. Ich gehe davon aus, dass du hier Xenomasse abbaust. Ich vertraue euch jetzt einfach. Ich vertraue euch. Gepanzerter Soldat. Ah ja, habe ich auf Überwachung gestellt. Sehr gut. Ich meine, was könnte schon schief gehen? Wir haben 3 Bauarbeiter bei 6 Städten. Ist ein bisschen wenig. Aber wir haben die 3 neue Städte auch erst vor kurzem dazu bekommen. Bautrupp automated, Bautrupp automated. Gepanzerter Soldat sichert die Stadt, die ein Alien-Reservat baut für 6 Runden. Dauert ja nur 6 Runden, bringt Kultur. Mit Kultur bekommen wir neue Werte, die vielleicht Gesundheit bringen. Raketenfahrzeug. Ja, wir haben keinen Platz mehr für dich. Stell dich zu den anderen. Stell dich in die Ecke und schäm dich. Ist hier Miasma irgendwo? Nee. Haben wohl die Arga alle schon weggemacht. Hier oben ist auch eine tolle Position für eine Stadt. Ach, eigentlich, ich würde hier gerne eine bauen, hier gerne eine bauen. 1, 2, 3, 4, ja. 5 vielleicht. Position wählen in, ich weiß nicht, ECCDB, ja, Sonnenkollektor, oh ja. Position wählen,
Startzentrum. Brauchen wir nicht. Mehr Sonnenkollektoren. 60 Runden. Und mehr Energie. Das oder Handelskonvois ohne Ende. Brauchen wir ein paar Handelskonvois. Hier können wir keinen bauen. Handelslager in der Stadt benötigt. Dann bau das mal. Außer du kannst eine Klinik bauen. Dann bau eine Klinik. Immer noch bei minus 21. Ja, uns bleibt nichts anderes als Kriegsrecht. Hier ist kein Kriegsrecht, Sam. Wir müssen die Stadt annektieren. Sind jetzt zwar bei minus 29. Bringt aber alles nichts, wenn wir hier nichts kaufen können. Weil wir haben noch Geld. Es haben nicht genug Energie, um dies zu kaufen. Ja, ja, das ist klar. Aber hier, Erwerb nicht möglich, solange eine andere... Ja. Aber 700? Ah, nur 10. Mach mal die Händler raus. Geh auf Produktionsfokus. Wie, du hast keinen Produktionsfokus? Wieso hast du bei null Produktion? Noch 11 Runden Kriegsrecht. Ich dachte, das wäre vorbei. Was? Wieso denn 11 Runden? Wegen der Unzufriedenheit oder was? Andi, weil wir es jetzt... Oh, im Widerstand. Weil wir es ja annektiert haben. I see. Das kann mir auch mal jemand sagen vorher, weißt du? Okay, wenn man eine Stadt annektiert, dann kriegt man trotzdem noch die neuen Ungesundheit. Der Soldat bleibt in der Stadt, der auch. Nächste Runde. Ja, dann lass es doch in... Nee, in Tabo bauen wir eine Klinik. Haben wir in Ayan schon eine Klinik? Ich glaube schon, oder? Labor bringt alles nichts. Haben wir in Magan schon alle Gesundheits... Ja. Na gut, dann sparen wir das Geld, bis in 9 Runden wir dann auch eins bauen können. In Tabo wird in die Klinik baut, ne? Dann kauft er die Zellzuchtstation. Gesundheit plus 1, das ist doch nicht verkehrt. Dann sind wir schon mal bei minus 28 statt minus 29. Raketenfahrzeug bleibt da. Oh Mann, stell ich zu den anderen. Wo kommen die ganzen Einheiten her? Wann habe ich denen gesagt, dass sie da hin sollen? Gut, wenn wir neue Stelle gründen, haben wir schon mal genügend Verteidigung. Eigentlich sollen wir die Fernkampfeinheiten in die Städte bringen und die Nahkampfeinheiten irgendwo in einem Knäuel lassen. Ja, werde ich auch in der nächsten Runde anleiern. Wir haben einen guten Kontinent hier. Und es war ein I echt viel zu einfach, die Städte einzunehmen, oder nicht? Oder habe ich zufällig genau das Richtige gebaut? Ich weiß es nicht. Nee, die Raketenfahrzeuge hätte ich dann doch gerne bei meinen Leuten gehabt. Aber euch können wir noch austauschen auf jeden Fall. Gegen... Achso, gegen wen? Na, ich weiß mal. Sonnenkollektor ist startbereit. Hier. Das bringt einiges. Da bauen wir noch ein paar. Da bauen wir noch ein paar, solange es nur 2 Runden dauert. 45. Zack. Bautrupp automated. Straßennachmodus abgebrochen. Wieso? Wer denn bitte den Straßennachmodus? Ah, hier wäre schön, ne? Und noch einen Bauarbeiter kaufen. Ist, glaube ich, wichtiger als alles andere. Machen wir auch. Bautrupp 72. Nicht genügend. Ah gut, aber nächste Runde. Produktion wählen. Sonnenkollektor. Nächste Runde. Kanonier, Fortified, Handelskonvoi. Interessant. Wohin? Wir können nach Camp Cascade oder aber. Nahrung braucht man nicht. Nach Vanguard. Ist nur für die Produktion da. 2,5. Tabo würde 3,6 bringen. 3,7. Mach mal. Fortify. Wo bleiben meine Sonnenkollektoren?
Bekomme ich da überhaupt ordentlich Geld, wenn ich das über den Städten mache, die im Widerstand sind? Schauen wir mal. Wir können ja auch noch woanders. Ah, nee, in Tabo ist das schon. Ja, ich mach mal gucken, ist es bei plus 23? Nee, bringt gar nichts. Aber wenigstens bald. Hoffe ich doch mal. Netzwerk für Wissenschaft. Oder aber der Masseverwerter. Die Raketenbatterie, Ultrazaun. Spionageagentur. Mehr Sonnenkollektoren. Geld, Geld, Geld. Gepanzerte Einheit. Fortify. Wir können mit unserem Militär mal beim Nachbarn vorbeigucken. Auf diesem sehr ressourcereichen Kontinent. Mal Hallo sagen. Und fragen, ob sich all ihre Ressourcen uns zur Verfügung stellen wollen. Weil wir cool sind. Und sie nicht. die haben es geschafft, ne? Wieso schaffst du es nicht nach Lalibela? Oder bist du schon bei Lalibela? 2,5, 2,6, 1,4, 3,7. Los geht's. Ja, Bautrupp ist eine gute Idee. Dauert nur 2 Runden. Wird auch vorgeschlagen. Können nichts falsch machen. Was baut ihr? Pharma-Labor? Netzwerk? Klinik? Sehr gut. Wenigstens bauen sie das Richtige. Produktion wählen. Raketenbatterie. Nee, bauen mal Netzwerk. Biofabrik, Alien-Reservat. Biofabrik ist neu, ne? Bloß als Produktion der Chitin. Wir haben ja Chitin. Ich weiß nicht, ob das von euch benutzt wird oder von SSIDB. Boah, erstmal ein Alien-Reservat. Warum habt ihr noch keinen Zoll oder 5 Runden? Ein verworrenes Netz. Seltsam, wie die Menschheit jetzt auf diesem fremden Planeten lebt und sich dennoch abmüht, technologische Errungenschaften aus der Vergangenheit zurückzugewinnen. Das stimmt wohl. Jetzt, wo wir die Möglichkeiten eines Netzwerks wiedererlangt haben, sind wir unseren Schritt näher gekommen an einer vollkommen unbekannten Zukunft. Wie diese Zukunft aussieht, hängt davon ab, wie wir unsere aktuellen Technologien einsetzen. Das Netzwerk zum Beispiel verbindet all unsere Systeme und ermöglicht es uns, unser Wissen digital zu verbreiten, sei es das Technologische oder Kulturelle. Was davon lohnenswerter ist, wissen wir nicht. Technologie, freier Unterhalt für Netzwerke, plus eins Kultur durch Netzwerke. Geld haben wir genug, Kultur nicht, lasst uns Netzwerke bauen, wo auch immer, wann auch immer. Wir gehen über Tabo. So, mit dem nächsten Sonnenkollektor, ja, komm, geh über Zentral, das ist mal plus 21, ach, plus 31, okay, bring also doch was, sehr gut. Aus der Orbitalansicht raus, braucht man nicht mehr. Also, ich mache hier mal direkt über der Stadt, weil ich davon ausgehe, dass die Felder direkt um die Stadt herum am ehesten benutzt werden. Man könnte das jetzt natürlich optimieren und genau schauen, welche Felder werden denn am meisten genutzt. Darüber den Sonnenkollektor aufspannen. Netzwerk, 3 Wissenschaft, 1 Kultur. Darüber den Sonnenkollektor aufspannen und zack. Ah ja, hier auch im Hinblick darauf, dass unsere beiden Manticores ja da oben noch rumlungern, ist das, glaube ich, eine ganz gute Idee, mal da vorbeizugucken. Ne? 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 Hm? Alien-Reservat für 15 Runden oder Bautrupp 7 Runden? Bautrupp 7 Runden. Vanguard ist noch wie lange? Im Kriegsrecht 3 Runden. Mal gucken, wenn sie aus dem Kriegsrecht draußen sind, ob sich unsere Gesundheit dann schlagartig um 9 verbessert. Oder ob das erhalten bleibt. Aber schau her, wir sind jetzt aus irgendeinem Grund, ist kein Kriegsrecht mehr. Wertentwickeln. Gibt es etwas? Plus 7 Gesundheit, Geist über die Materie. Hier sehe ich keine Gesundheit. Ne? Industrie ist Produktion, Macht ist Militär. Energie durch ihren Handelsweg. Ja, wir müssen dahin. Wir müssen zu Geist über die Materie, um 7 Gesundheit zu bekommen.
Zoologie. Die einheimischen Kreaturen dieses Planeten bereiten uns schon eine ganze Weile Probleme. Aber das wird sich nun ändern. Wir haben ein Alien-Reservat eingerichtet, in dem wir sie in ihrer natürlichen Umgebung beobachten können. Das, was wir von den Aliens lernen, können wir für unser alltägliches Leben benutzen. So werden wir nicht nur stärker, sondern können auch mit den Gefahren, die sich uns stellen, besser umgehen. Wir müssen im Reservat einfach nur die entsprechenden Reize geben und die Reaktionen auswerten. Die Widerstandsfähigkeit der Aliens studieren, alle Einheiten plus 5 Heilung, wie plus 5 Heilung auf einmal oder was? Die Schwäche der Aliens studieren, plus 1 Wissenschaft und plus 1 Energie durch Alien-Reservate. Ich nehme Wissenschaft und Energie, weil ich nicht weiß, hä? Ah ne, warte mal. Plus 5 Heilung im Sinne von statt 30, 35 Heilung, ja. Heilung, nee. Wir schicken unsere Einheiten ja eh mal in den Tod. Die haben gar keine Zeit zu heilen. Deswegen nehmen wir Kultur und Gold, war das? Durch die Alien-Reservate. Die ich gerne mal baue. Da baue ich gerne mal eine. Raketenbatterie nur in Produktion. Ah, ich sehe schon, warum wir hier neuen Gesundheit bekommen haben. Weil hier die Kliniken fertig wurden, nicht wahr? Ja. Das Handelsschiff. Lalibela, kann man nicht einschalten, einfach immer vorigen Weg benutzen, bis ich es anders sage. Geht das? Wäre das möglich? Phyraxis, ich schau zu dir. Na? Vanguard ist nicht mehr im Kriegsrecht und wir haben tatsächlich leider immer noch 15 Ungesundheit. Nun denn, wurde zum Wählen? Nichts mit, oder? Oder guck mal, Agrarwehr von Nahrung, Kultur, Industrie, Wissenschaft. Aber keine Gesundheit. Nahrung braucht man nicht. Kultur vielleicht? Nein. Ultraschallzaun, Raketenbatterie, Masseverwerter, Automatikfabrik. Komm, wir machen mal die Spionageagentur und schauen, was uns die Spione bringen. Labor, Netzwerk, Labor. Achso, das Labor ist das kleine Netzwerk mehr oder weniger. Bauen wir erstmal das kleine, dauert nur 3 Runden. Ist schnell gemacht. Was auch schnell gemacht ist, ist eine Pause. Hahaha. Titan beendet. Sehr gut. Das heißt, wir haben wieder 10 Titan. Nicht, dass wir es bräuchten, aber wir könnten es wieder verkaufen, wenn wir wollten. Wollen wir jetzt aber erstmal nicht. Was wir machen wollen, ist eine Pause. Und dann freue ich mich darauf, euch zur nächsten Folge begrüßen zu dürfen, wenn der Bautrupp in Tabo fertig wird. Und wir schauen, dass wir in Vanguard dann auch eine Klinik kaufen und die ein oder andere Stadt noch von der vom Marionettenstatus befreien und schauen, dass wir irgendwie hier unsere Gesundheit wieder in den Griff bekommen. In 11 Runden ist es soweit, dann können wir schon mal 7 Gesundheit durch den Wert erlangen, in Kombination mit noch einer Klinik, oder? Wie war? Oh ne, sie haben schon Kliniken. Ah, gibt keine Gesundheit. Ain't no Gesundheit for you. Auch kein Pharma-Labor. Ja, schauen wir mal. Wir haben eine Aufgabe, ne? Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Egonson.